Aber zum Militär habe ich natürlich keine Möglichkeit gehabt, da hinzugehen. Und ich war ja nun als schon Geselle, feinmechanischer Geselle, in einem Rüstungsbetrieb tätig und habe gedacht, als ich die Einberufung bekam oder abends bei meinen Eltern vorfand und mein Vater sagte, du musst dahin zum Militär, die haben dich einberufen, habe ich gesagt, ich rufe mal eben meinen Chef an, der wird wohl dafür sorgen, dass ich UK gestellt werde. UK heißt unabkömmlich, nannte man das. Also wenn einer UK gestellt war, dann war er für den Rüstungsbetrieb ganz wichtig und konnte somit vom Militär sich freistellen. Das war meine Hoffnung. Ich bin also, wir hatten damals noch kein Telefon, rübergegangen über die Reeperbahn auf der anderen Seite vor dem heute Allotria oder Alcazar, dieses Riesenvarieté gab es damals schon, in die Telefonzelle und habe meinen Chef angerufen. Ich werde auch dieses Gespräch gar nicht vergessen. Ich war eigentlich innerlich fest überzeugt, der wird dich schon freistellen. Das kommt für mich doch bestimmt nicht in Frage. Der angerufen, der hieß Vielheim. Ich sage, Herr Vielheim, hier ist Petersen. Ja, Herr Petersen, was ist? Ich sage, Herr Vielheim, ich habe eine Einberufung zum Militär. Was machen wir denn jetzt? Ja, da müssen Sie hin. Ich sage, bitte? Ich denke, ich höre nicht recht. Ich sage, Herr Vielheim, ich bin doch aber. Das verschlug mir die Sprache. Ich habe gesagt, ich bin doch aber ganz wichtig in Ihrem Betrieb. Kann ich natürlich nicht so sagen. Sagte er, Petersen, gibt keine Möglichkeit. Der Jahrgang 23, und das war mein Jahrgang, wird komplett eingerufen. Es gibt für den gesamten Jahrgang keine Freistellung. Ich dachte, was mache ich jetzt? Da war wirklich eine große Pause. Nun hatte mein Vater vorher schon einmal am Abend so am Tisch gesagt, guck mal hier, ich breite mal die Karte auf von Europa und überhaupt hier Russland und Amerika, die Welt. Und nun überleg mal, jetzt sind wir doch da in Kopenhagen, sind wir einmarschiert. Wir sind auch in Norwegen. Wir sind in Dänemark, also wir sind in Jugoslawien, wir sind in Holland, wir sind in Belgien. Wir sind in Frankreich, wir sind in Polen, wir sind in Afrika. Und überall müssen wir ja auch präsent sein mit Soldaten. Nun kannst du dir noch nicht vorstellen, und das große grüne Gebiet, was du hier siehst, das ist Russland. Glaubst du denn, dass wir mit den wenigen noch verbliebenen Soldaten Russland besiegen können? Das kann doch gar nicht funktionieren. So viel Menschenmaterial haben wir doch gar nicht. Und diese Argumentation meines Vaters, die eigentlich ganz simpel war, die war so einleuchtend, dass ich mir sagte, das ist ja logisch, den Krieg können wir gar nicht gewinnen. Kann doch nicht funktionieren. Wir müssen ja überall sein. Da sind ja schon zig Soldaten schon verspielt, bevor wir auf Russland da losmarschieren. Da sind wir schon losmarschiert. Also für mich als Einberufungsbursche war von vornherein klein, als junger Soldat, der Krieg ist nicht zu gewinnen und jetzt sehen wir mal zu, dass du diesen Krieg lebend überlebst. Das ist die einzige Chance. Also nutze jede Gelegenheit, um ja nicht dahin zu kommen, wo geschossen wird und wo mit Eisen geworfen wird. Das war mein fester innerer Wille, als ich da am 1. April 1942 zum Militär nach Schleswig einberufen worden bin. Punkt. Schnitt.